Servus Leute, heute habe ich mal wieder einen Kommentar-Raid für euch und ja, so wie es aussieht, wird Freitag der Kommentar-Raid-Tag. Das ist ein Format, bei dem ich alles kommentiere, was ich so mache und meine Entscheidungsfindung, um euch das näher zu bringen. Das Ganze passiert natürlich live auf meinem Stream und was soll ich sagen, das war ein Raid, der hat's in sich gehabt. Also, East Wing, Shoreline, ein Haufen PMCs, Achievements wurden gemacht, mehr Loot als man tragen kann und das Ganze habe ich so gut wie es geht kommentiert, aber in der Action ist es hin und wieder mal ein bisschen untergegangen. Aber trotzdem war das der beste Raid. Auf jeden Fall der Raid mit den meisten Kills in diesem Vibe. Und das Ganze auch noch als Kommentar-Raid. Und das will ich euch natürlich wie immer nicht vorenthalten. Schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch. twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Irgendwie der letzte hat sich schon nach viel mehr angefühlt, als dann letzten Endes da stand an Kills. So. Also ziemlich der schlechteste Spawn und herzlichen Glückwunsch, ich habe meinen SJ6 vergessen. Das heißt, wir wandern jetzt erstmal ein bisschen hier durch die Gegend. Sanitar ist nicht da. Sanitar ist nicht da, es hat geleckt. Hier rechts weiß ich nicht, wenn ich da gespawnt bin, ob hier einer spawnen kann. Könnte möglich sein, aber ich glaube es eher nicht. Hier vorne könnte einer dann gespawnt sein. Doch, hier ist einer. Ich würde sagen, ich habe ihn. Immer halt aufpassen, ne? Auf die Spawns. Letzter Schuss. Weiß ich, ob ich hier noch was gehört habe. Bin ich sicher. Aber ja, es kann da wohl jemand spawnen. So oder so, wenn wir auf dem Weg ins Resort sind und looten wollen, sollte man immer Fights im Grünen vermeiden. Da kommt meistens nichts Gutes bei raus. Das heißt, den zu looten ist eh überhaupt keine Option, das juckt mich nicht. Wenn der noch einen Teammate hat, der vielleicht noch irgendwo weiter hinten sitzt oder so, ist dann meine Runde so oder so vorbei. Und die wahre Kohle mache ich im Resort und nicht mit dem Gear, das der da anhat. Hier links könnten Leute sein. Hier ist immer eine Scheißstelle. Wenn man hier mal quer übers Feld läuft und es ist hier recht offen. Die Nate ist weit genug weg. Alles gut. Bei Fights im Offenen ist es halt so, wenn man den Gegner als erstes sieht, hat man eigentlich den Fight schon so gut wie gewonnen. Oder extrem hohe Chance, den Fight zu gewinnen. Deswegen ist es immer ein bisschen Glücksspiel bei Fights im Grünen. Wenn mich jetzt einer spottet, dann habe ich mega den Nachteil und andersrum. Da hat man wenig Kontrolle, deswegen mag ich das nicht. Hier links ist was. Der Steps. Er ist über mir. Kann mich eigentlich nicht hören. Er ist gerannt. Problem ist, ich muss jetzt Sprunggeräusche machen. Weiß nicht, ob er hier oben ist oder ob er unten lang gerannt ist. Dadurch, dass er rennt und ich gehe, kann er mich nicht hören. Und dadurch, dass ich nicht overweight bin, habe ich hier den Vorteil. Ich nehme mal kurz das Stocktag ab. Hier ist noch einer.
Geh nach drin. Erstmal in Deckung. Noch einer. Hier brauche ich einen grünen Stim. Es sind noch zwei. Looten war da eine scheiß Idee. In Deckung reinlaufen und schauen, dass wir ins Fenster kommen. Noch ein Spieler. Ach du Scheiße. Das sind aber viele hier. Erstmal nach oben. Gar nicht erst unten fighten. Perforotan rein. Das ist noch ein bisschen... Ah, scheiße, ich habe kein Perforatan dabei. GG. Okay, dann so. Halt, ich hab Zagos sehen, ne? Keine Ahnung, wieso da schon einer drin ist. Hockt hier einer? Nee. Erstmal direkt. Backpack weg. Okay, wir haben ja auf jeden Fall Gesellschaft. Im zweiten Stock wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall Party. Draußen sind noch zwei. Einer ist noch mindestens hier drin. So oder so. Wir flicken uns jetzt erstmal. Machen die M62 Max wieder voll. Dann. Die Typen werden sich jetzt erstmal nirgendwo anders hinbewegen. Und benutze ich nicht Freelock? Ich hab mein Radar, das reicht. Ist das Spiel grün, hier? Am Anfang auf jeden Fall, Morian, ja. Servus. Okay, der Typ nähert sich. Ich dachte eigentlich, ich könnte dem echt schnell seinen Doc-Tag abnehmen und dann waren es einfach drei. Ich hatte bloß einen gehört außen. Okay, die kommen. Er rennt über die Skybridge. Er ist unter mir. Shit, der hat mich gehört. Er ist nicht über die Skybridge, der hockt jetzt hier. Dann nutzen wir doch die Chance und geben ihm schnell. Ist okay. Morian, vielen Dank für den Follow, willkommen. Alright, das war der Teammate wahrscheinlich von dem, den ich draußen gekillt habe. Also den zweiten, der rauskam, der mich überrascht hat. Habe echt etwas wenig Ammo, muss ich sagen. Auf YouTube die Frage, wann ich endlich mal gut spiele. Moritz, ich weiß es nicht. Irgendwann mal, wenn ich gut bin. Oder wenn ich genug Erfahrung habe, dann werde ich auch zu einem guten Spieler. Bis dahin gibt es leider nur dieses Low-Gameplay. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ach du Scheiße. So, hat ganz schön Ammo gekostet. Wir müssen uns vielleicht eine Ersatzwaffe besorgen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt auch nichts mehr gehört. Den Typen würde ich vielleicht looten. Was hat er? Ah, der hat auch das Ding hier, okay. Ich glaube, die haben alle zusammengehört, wenn mich nicht alles täuscht, ey. Okay, so oder so. Wir schauen mal, ob draußen noch was ist. Wenn einer meiner Mods Lust hat, mal bei YouTube vorbeizuschauen. Ihr dürftet da. Da gibt's einen Freiwilligen, der laut rumschreit.
und nicht so ganz, ne, sagen wir mal, ist etwas hängen geblieben. Ihr dürft ihm die Ehre erweisen. So, also ich schau mal hier rein. Ich will in den Außensoundlayer. Und hören, ob ich hier irgendwelche Steps höre. Hey PM Cells, wie bekommt man die Kontaktgranate? Kannst bloß looten. Nur found in Raid. Looten. In Granatenboxen am besten. Ich weiß nicht, ob ich den da draußen hab. Den hier habe ich, glaube ich, nicht gekillt. Da ist ein Laser. Ist vielleicht der Laser von dem Toten hier. Hey, Toni. Ah, großartig Betrieb sehe ich hier nicht mehr. Moment. Ich habe irgendwas schnippeln hören. Als ob sich einer tackert. Ah, kann Paranoia gewesen sein. Okay. Ich denke mal, der East Wing gehört mir. Das heißt, Zeit zu looten. Brauche ich meinen Rucksack nochmal gedroppt? Hier, ne? Ah, okay. Ohne Ersatzwaffe? Wir nehmen uns mal eine Ersatzwaffe, weil mir geht die Ammo aus. Das ist das Problem. Und das heißt, wir looten den anderen. Frischer Alu-Splint. Okay, jetzt sind wir eh overweight. Kann nichts machen. Lampe hat er dran. P-Ammo. Besser als nix. 7U4, okay. Ich glaube, die haben nicht viel gelootet. Ich glaube, die waren zum Killen da. So kam mir das vor. Ich habe bloß hier draußen von dem ersten, den ich gekillt habe. Da waren auf jeden Fall noch zwei mehr. Safe. Hier war er drin, okay. Ist wahrscheinlich auch offen. Ah ne, hier haben sie den Key nicht, okay. Muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist es so bei so Gruppen, wenn da der erste tot ist, dass die gerne in den Modus gehen, save mein Gear. Und dann, looten die das Gear und verschwinden. Kann aber auch anders kommen. Ja, also ich denke, dass die abgehauen sind. Ihr habt was gehört? Ah, die Paranoia kickt, ich sag's euch, Leute. Na gut, hier im Lootgang war er, glaube ich, auch schon. Ich hatte echt Glück, dass ich einfach so reinlaufen konnte, ganz ehrlich. Die hätten mich so wegmachen müssen eigentlich. Ach, ne.
Hier ist keiner auf dem Dach. Hier war er schon drin, okay. Vielleicht liegt da auch irgendwo sein Rucksack. Der zweite hat es überlebt. Sehr, da liegt der Rucksack. Machen wir es so. Im Innenhof. Der hier rauskam, das war ein Spieler. Der hier hat noch nichts gelootet. Eigentlich müssten jetzt vielleicht sogar zwei Rucksäcke liegen, weil... Ja, Granatenkisten, Pimp. Na, ja, Kontaktgranaten gibt's hier. Gutes Beispiel. Scripted, ja. Sag's doch. So, direkt noch was essen und trinken, ja. Durch die anderen zwei sind keine Option zu looten. Der im Innenhof liegt, weiß über sowas von offen. Der da hinten hat eh nix. Sagen wir's mal so. Der hat nix. Von daher uninteressant. Wir machen uns jetzt die Taschen voll. Achten halt immer noch ein bisschen drauf, dass hier vielleicht einer ist. Aber ich denke mal, machen jetzt hier den Eastwing durch und dann ist alles gut. Gehört. Paranoia, ja, als ob da unten noch einer hockt. Weiß nicht. Ah, doch, ich hatte recht. Sag doch, ich hab was gehört! Er ist möglicherweise nicht glücklich. Sag doch, ich hab was gehört. Ja, weil ja direkt klippen. Wenn du denkst, dass ein Clip gut ist fürs Intro, auf geht's. Jetzt alles, Vaseline hat den Sinn, das ist ein Painkiller, Schmerzmittel. Nehme ich präventiv, falls ich getroffen werde, dass ich ihn nicht erst während dem Kampf nehmen muss. Teapot mitnehmen? Ist da ein Teapot? Okay. Welcher Teapot? Step bei mir, vorne. Definitiv einer am Abend vorne. Ich habe noch drei Granaten, alles gut. Präventiv, Vaseline. Okay, wir haben Gesellschaft. Der Raubmann, Servus. Ich muss aus dem Gang hier raus und die selber flanken. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der abaimt. Wir müssen naden und Rückzug. Raubmann, danke schön für den Gegifteten. Danke für den Support, danke für 12 Gegifteten insgesamt. Weiß ich zu schätzen. Danke für den Support. Das Gute ist, man hat hier die Kisten. Die Nade muss nicht mal treffen. Hauptsache Ablenkung. Die wissen jetzt natürlich, dass ich weiß, dass sie da sind. Ich will kein Battle mit denen über die Gänge. Ich will die am besten von hinten erwischen. Könnte sein, dass einer hier unten ist. Ja.
Wir probieren ihn trotzdem zu holen. Ah ne, das ist der Stuhl, ey. Fuck. Ich dachte, das wäre ein Kopf. Klausewitz, danke für den Prime, danke für 2 Jahre. Willkommen zurück in der Abo-Falle, danke für den Support. Und servus, wie geht's? Stuhl da auch nicht, ich dachte, das wäre echt ein Kopf, ey. So. Oh, Step da hinten. Oh, die kam gut. Der ist hier. Der über mir. Hier oben gerade drin. Bin mir nicht ganz sicher, was der macht. Sonst hoch, bevor der Scav kommt. Er rennt oben. Ich weiß nicht, ob er weg will. Er ist hier. Könnten mit Prefire rumziehen, sind 2. Kommt wahrscheinlich oben. Das ist der zweite im dritten. Okay, ich versuche den einen mit Prefire zu holen. Einer ist hier hinten links am Up-Aim. Okay, ich nutze seine Granate, die er trifft. Und da jammt die Waffe. Sound funktioniert, Leute. Alter, was ist das denn? Du kannst doch die ganze Waffe auseinanderbauen, ey. Puh. Ich denke, wir beenden dieses Spielchen jetzt hier mal. Looten. Dass die Waffe da jetzt jammt, ey. Hier lief voll okay. Oh, der hat was Gutes. Der hat eine AUG.
Okay, dankeschön. Na gut. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen looten. Heißt, ich behalte kurz diese Waffe. Ich wollte ja nicht saven. Ich denke mal, den hier, dem seine Waffe ist gut. Ich habe auch keinen mehr gehört. So, weg. Ah, oh, das ist eine SA, jawohl. Der hat sogar Ammo für mich, ey. Eigentlich könnte man es auch anders machen. Wir nehmen die SA. Und dann die Waffe, die der andere hatte. Dann save mal unsere. Oh shit. Oh. Muss man weg da. Sonne geht unter Feierabend, ja, sozusagen. So, aber ich will nicht dieses Scope hier drauf. Ich will das hier. Ist hier eine Lampe dran? Jawohl, okay. Ist okay, kann ich mitarbeiten. Nehmen wir jetzt die restliche Ammo, die ich noch habe, und pack die in die SA. Dürfte das eigentlich passen. Okay, die ist eh voll. Träumchen. So. Dann der hier hat ein Backpack, ne? Dann können wir dem seine Augen noch mitnehmen. Just in case können wir die Aug mitnehmen, ne? Passt schon. Ich höre hier irgendwas. Ah, das ist geil, okay. Wo hab ich meinen Rucksack gedroppt? Unten, ne? So, also langsam müssten wir hier mal fertig werden, ne? War ein bisschen was los im Resort. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber naja, ist okay. Wird langsam dunkel. So, Rucksack. Was haben wir hier so? Ein bisschen Preloot, das ist nett. Nice. Jawohl. Ja, den guten Scheiß. So, 47 Kilo. Ich würde mal sagen... Scheiße drin. Wir gehen mal Richtung Exit. Jetzt ist die Sache, wir könnten noch den da hinten looten, ne? Gehen wir hier jetzt über den Feuerwehrtruck raus. Erledigen noch den Skeff da hinten. Der steht hier irgendwo. Okay, keine Ahnung. Speeds, vielen Dank für das Follow bekommen. So, hier die Runde angefangen. Ich weiß auch, warum der Typ da nicht reagiert hat am Anfang der Runde. Der hat gedacht, ich bin sein Teammate. Der hat bloß seine Teammates gehört. Der hat genug abgekühlt. Ich denke nicht, dass jetzt hier noch einer ist. Das Zeug können wir jetzt einfach hier liegen lassen. Schauen, was da für Plates sind. Das sind sogar 5er Plates, okay, krass. Aber wir dienen uns einfach mal so kurz. Alles, was hier so dran ist. Geflippte Granaten, ich weiß, warum er tot ist. Okay. Scheiß drauf, muss reichen.
52 Kilo. Abfahrt. Wird nicht langsam ein bisschen dunkel hier. Also den, den ich ja gedroppt habe, das ist wahrscheinlich einer von vom ersten Kill, ein Teammate, der noch gelootet hat und dann... Moin Reddit Mo. Also so viel hatte ich schon lange nicht mehr Action im Resort und das Ganze in dem Kommentar-Rate, nice. Na gut, also wir gehen zum Exit, ich habe meine Paracord dabei, ich habe die Red Rebel dabei. Einzige Problematik ist noch, dass mich vielleicht die Sniper-Scavs sehen können. Aber ansonsten sollte hier nicht mehr so viel los sein. So. Oh, sieht aber gut aus hier, hä? Da hinten brennt's. Da würde man sogar den Sniper-Scav sehen. Er ist, glaube ich, tot. Der Sumo Rider. Na gut. Langer Raid, einige Kills. Ein bisschen mehr Kills als letztes Mal, ne? Letzte Runde war es ein Kill. Jetzt waren es, glaube ich, 5. Und ordentlich Loot. Und sogar kommentiert, Leute. Da könnten wir mal Hallo YouTube machen, ne? Da könnten wir mal Hallo YouTube machen. Verewigt euch. Gar nicht so schlecht. Könnte sein, dass der auf YouTube landet, ja. 7 Kills? Jetzt waren noch keine 7 Kills, oder? 5 Kills waren es, glaube ich. Wir schauen mal. Aber ja, Kommentar-Rates scheinen ganz gut anzukommen. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Habe ich 5 gesagt? Was habe ich denn getan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Wo habe ich die ganzen Kills gemacht? Ja, so kann man sich vertun. Achso, der erste am Exit, der erste am Spawn, der zweite, dann der Teammate von dem, dann der, der rausgesprungen ist. Jo. Ja. Ich dachte 5 Kills, sind es halt 8. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ja, dezent. Es sieht so aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. War doch ein guter Raid. War auf jeden Fall die Runde, diesen Vibe mit den meisten Kills und das Ganze auch noch kommentiert. Eieieiei.